Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play, das Testament des Sherlock Holmes. Wir steuern immer noch den dicken Tobi, der seine Nase jetzt hier ganz tief in andere Angelegenheiten steckt. Da hat es nochmal kurz geleckt. So, und wir verfolgen immer noch mit höchster Geschwindigkeit. Ich will die alte Höhle auch hier nicht verheizen. Suchen immer noch mit höchster Geschwindigkeit nach dem Mr. Hempford. Er ist hier durch die Tür weiter. Der Neffe des Bischofs von Knightsbridge, der von innen verriegelt. Welcher ja ermordet wurde. So, von innen verriegelt. Hier geht es nicht weiter. Obwohl aber irgendwo anders. Vielleicht hier. So. Lauf, Tobi, lauf. Und gerade mal hier, was hier geht. Ei, Tobias, was ist denn das? Hier hinten. Ich möchte ja alle Ecken durchsuchen. Wir haben auch vorhin wieder einen schönen Orden bekommen im letzten Part. Wollen wir dann bei Zeiten auch nochmal gucken, was der kann. Also ich bin der Meinung, es geht hier weiter. Nicht. Springen können wir natürlich auch nicht. Und irgendwie müssen wir von innen verriegelt. Und dann hat es hier rüber geblendet. Also wir müssen da oben irgendwie in das Fenster rein. So, und jetzt hier so ein Kran. Und dann können wir hier einmal mit Autopilot. Na, der Tobi macht das schon. Mal ordentlich am Knoten gezogen. So, jetzt stellen wir uns drauf. Und der gute Holmes wird jetzt wahrscheinlich sich mal bemühen. Ja, ist doch super, wenn man so ein intelligentes Tier dabei hat. Und wir sind wieder am Drücker. Jetzt geht's hier runter. Ich habe schon gedacht, da unten ist wer. So, da ist die Türe. Machen wir mal auf hier. Ist ja nur so ein oller Stock. Gut gemacht, Toby. Du bist ja ein richtiger Detektiv. Ja, wieder so es geschah, würde ich sagen. So, jetzt gehen wir mal gucken. Hier sind wieder Fußabdrücke, da auch. Und da drüben. Mal gucken, hier sind keine Fußabdrücke mehr, das heißt, wir werden hier das... Das Tor ist verriegelt, aber wir können es gewaltsam öffnen. Ah, jetzt bin ich mal gespannt, gewaltsam. Na, hopp dann. Das Tor ist verriegelt, aber wir können es gewaltsam öffnen. Gut, jetzt muss Tobi erstmal Holmes zeigen, wo das Werkzeug hängt. Einige Eispickel fehlen. Inwiefern uns das jetzt natürlich noch tangiert, weiß ich nicht. Er hat Eispickel benutzt, um durch das Fenster zu klettern. Okay. Ne, wir wollen aber das Tor gewaltsam öffnen. Fragt sich nur wie. Hab mal hier den sechsten Sinn, aber der hilft uns anscheinend auch nichts. Vielleicht können wir jetzt das Tor gewaltsam öffnen, nachdem wir... Aber wir müssen den Stock mitbringen. Den Stock brauchen wir wahrscheinlich, um das Tor jetzt mit dem Stock gewaltsam zu öffnen. Naja, gut, gewaltsam sieht bei mir anders aus, aber gut gemacht. So, da kommen die Spuren aus dem Fenster. Wo ist er weiter? Tobi sucht. Tobi findet nichts. Tobi findet immer noch nichts. Wahrscheinlich ist er dann die andere Richtung weiter. Was denn das? Nix. Na komm. Also gut, hier sind ein paar Fußabdrücke. Hier geht's nicht weiter. So, dann sind wir hier bei der Eisenbahn wieder. Es gibt ja nur einen Weg, dem folge ich jetzt einfach mal. Hier sind wieder ein paar Fußabdrücke. Und hier wird
wohl eine Fortsetzung des Rätsels hier stattfinden mit dem Kran. Nein, lieber nicht. Ja, dann machen wir es wieder mit dem Kran. Boah, so hoch komme ich mit der Dings gar nicht, mit der Anzeige, hier mit der Steuerung. Können wir da nicht einsteigen? Können wir hier das Gitter aufmachen? Ah, hier können wir nochmal schnuppeln. Unser Freund muss auf der anderen Seite des Tores sein. Das ist richtig. So, das Ding geht... Ah ja, hier können wir die Hundepfote wieder machen. Mal wieder eingestiegen hier in den Kran. Ist geil, also der Watson macht der Hanya für den Holmes und der Holmes macht der Hanya für den... für hier den dicken alten Hund vom Movement. Fällt auch gleich der kleine Finger ab. Man muss die ganze Zeit hier Shift gedrückt halten. Lass mal gucken, ob wir das Gitter hier aufkriegen. Nee. Okay, dann geht's hier ohne Holmes weiter anscheinend. Ah, hier sind wieder Fußabdrücke. Noch mehr Fußabdrücke. Da ist er wieder weg. Da war die Tür wahrscheinlich zu. Und dann... Machen wir nochmal den sechsten Sinn. Geht's hier weiter? Ah, hier kommen wir nicht durch. Alter Schwede. Geht's hier durch? Hier geht's auch nicht durch. Also ich glaube fast... Ah ja, wir müssen hier das Ding auframmen, damit dann der gute Holmes auch mitkommt. Wollte schon sagen... Ohne Holmes geht hier ja nichts. Oh, das sieht nach einem mittelschweren Unfall aus. Oh, das sieht sehr stabil aus. Da geht man in Ruhe drüber. So. Jetzt mal hier weiter. Vielleicht können wir jetzt hier wieder neue Hinweise finden. Ah, jetzt können wir hier die Tür... Von innen verriegelt. Ah, das hatten wir heute noch gar nicht. So, haben wir einen Stock. Von innen verriegelt und dann Wagenspuren. Das ist natürlich... Ja, würde ich fast sagen, dass der Klumbatsch hier runtergeplumpst ist, als er den Wagen genommen hat. Und dahin geschoben hat, um hier durch das Fenster zu kommen. So hat er es gemacht. Ein richtiger Tausendsasser. Wir kommen hier in der Tat hoch. Nicht springen, Toby. Versuchen wir, einen anderen Weg hineinzufinden. Ja, Weg ist Weg, oder? Nicht springen, Toby. Versuchen wir, einen anderen Weg hineinzufinden. Willst du mich verarschen? Einen anderen Weg hineinzufinden? Bist du bescheuert? Wie soll man da sonst reinkommen? Ich spring da jetzt rein, vergiss es grad. Nicht springen, Toby. Versuchen wir, einen anderen Weg hineinzufinden. Na, hopp dann, Chef. Lässt er mich da nicht reinspringen? Also das ist... Da muss ich ja sagen, das geht nicht... Von innen verriegelt. Das geht gar nicht. Wir sollen einen anderen Weg finden hinein... Machst du jetzt was? Nee.
Dann findest du einen Weg und dann ist der Weg nicht gut. Dann ist der Weg scheiße. Was ist denn das? Man könnte es ja aufsprengen. Nicht springen, Tobi, versuchen wir einen anderen Weg hineinzufinden. Ich glaube, du hast sie nicht mehr alle. Ich spring da jetzt rein, vergiss es gerade. Nur schwer genug, den Weg zu finden. Hast du ja nicht mehr alle. Nicht springen, Tobi. Reh ich mich bloß nicht um. Versuchen wir einen anderen Weg hineinzufinden. Das regt mich furchtbar auf. Können wir da springen? Da geht auch nicht weiter. Ja, dann brauchen wir irgendwas, um uns abzuseilen. Den Stock vielleicht. Kann ich den Stock mitnehmen? Nee. Können wir den Stock mitnehmen? Dann ist hier so ein uralter Schmelzkessel oder sowas. Was haben wir hier noch? So, hier geht's auch noch lang. Da geht's auch nicht weiter. Das gibt's doch nicht. Wagenspuren. Ja, man muss auch immer irgendwie was im Sichtfeld haben. So, hier kommen wir mit dem sechsten Sinn uns was freimachen. Jetzt hat es auch Bing gemacht. Nicht springen, Tobi. Wir versuchen einfach einen anderen Weg hineinzufinden. Der Weg, den du gefunden hast, der ist nicht gut. Wir krabbeln durchs Kellerfenster. Tobi, such. Braver Hund. Ah, er steht jetzt oben am Fenster. Also krabbeln tut er nicht. So, wir haben wieder eine Münze verdient. So, was haben wir hier? Das ist ein Seil. Jetzt kann ich nach unten. Das war geil. Nicht springen, Tobi. So, Holmes. Gut. Gucken wir mal weiter, wa? Hier geht's weiter. Ist von innen verriegelt. Nee, diesmal nicht. Ich warte ja, dass die erste Tür kommt, die von beiden Seiten von innen verriegelt ist. Man hier wie da jetzt einmal umhinlaufen kann. So, wir durchsuchen mal das Ganze. Natürlich etwas im Schnellgang. Das nickeste, aber hier geht's hoch. Laufen nochmal im Turbogang weiter. Es hilft uns aber nichts. Ah, hier geht's wieder runter. Na gut. Was das jetzt gebracht hat, weiß ich nicht. Außer, dass wir Holmes verloren haben. Der kommt dann bei Zeiten wieder. So, hier ist der Typ ja lang. Durch diese Tür. Und dann, keine Ahnung, hier lang? So, hier ist noch eine Tür. Nochmal den sechsten Sinn probiert, aber hier gibt nichts.